Hänslers Schnellnummer. Heute gibt es einen geilen Burger mit Ananas und Beef und Teriyaki. Zuerst Pfanne aufsetzen, Zucker reingeben. So. Dann eine Ananas. Oben abschneiden. Sozusagen hier. Kann man als Kühlerfigur wunderbar nehmen. Dann, ich brauche ungefähr, würde ich sagen, eine halbe. Haut weg. Die kann man auf gar keinen Fall essen. Ne? Und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Jetzt schneidet man um den Kern herum. Eins, zwei, drei, vier. Das in der Mitte zu holzig, wollen wir nicht haben. Und jetzt die Ananasstücke klein schneiden. Ich mache das einfach in Scheiben und dann so nochmal runterziehen, dass man so Würfel hat oder so kleine Blättchen, könnte man auch sagen. Und dann kommen die gleich in die Pfanne mit dem Karamell. Das sieht gut aus. Direkt rein, bisschen durchschwenken, es läuft ein bisschen Wasser raus, das kann ruhig passieren. Die Zeit nutzen wir, eine rote Zwiebel halbieren. Asia Cut. So. Dann dazu direkt eine Chili, ich würde sagen eine halbe, die haben ganz gut Power im Moment. Und noch eine Knoblauchzehe, halbe dazu, alles in die Pfanne. Zusammen brutzeln lassen. Das war jetzt hier knappe 3 Minuten in der Pfanne. Man sieht, der Zucker hat sich noch nicht ganz wieder aufgelöst. Hier sind noch kleine Sachen, das ist aber nicht schlimm. Prise Salz dran, wirklich nur eine kleine. Und jetzt mit Weißweinessig großzügig ablöschen, Hitze ein bisschen reduzieren. Jetzt löst sich auch der Zucker auf und meine Lunge. Während unser Ananas-Relisch leicht einkocht, kümmern wir uns um den Schweinenacken. Den habe ich jetzt hier wirklich vom Schlachter eures Vertrauens dünn aufschneiden lassen. Ihr könnt auch fertigen kaufen, aber dann müsst ihr ihn wirklich so kurz, so dünn aufschneiden. Wir wollen es praktisch wie so ein Minutensteak haben. Würzen das jetzt hier mit unserem Fleischgewürz. So. Und dann, Freunde, es gibt was Neues. Teriyaki Barbecue. Wir haben verschiedenste Geschmackssorten, vegan, Trüffel, obwohl veganer gar kein Geschmack ist, Knoblauch, Chili. Dafür nehmen wir jetzt die Barbecue-Teriyaki-Soße. Und wenn ihr sagt, boah, will ich aber nicht kaufen, dann haben wir in diesem Video jetzt unten drin verlinkt, wie man Teriyaki-Soße selber macht und dann haut ihr von mir das Barbecue-Ketchup rein. Dann habt ihr einen ähnlichen Geschmack. Jetzt hier ganz bisschen übers Fleisch geben. So. Bisschen einstreichen, nicht zu viel. So, komm her. Kurz marinieren lassen, knappes Mütchen und dann geht es in die Grillpfanne rein. Bevor wir das Fleisch anbraten, jetzt hier seht ihr, weggekocht der Essig, sieht schon gut aus. Was aber fehlt, ist noch Schluck Apfelsaft. So, und den lassen wir jetzt auch noch mal einkochen. Bisschen Bratöl in unsere Grillpfanne. Und jetzt hier unsere marinierten Schwein, und unser marinierter Schweinenacken. Ah, das sieht gut aus. In die Grillpfanne. Und ganz kurz von jeder Seite nur eine knappe Minute grillen. Jetzt hatte jede Seite schon eine Minute, jetzt aber nochmal drehen, ne? Weil das Fleisch muss ja auch gar werden. Und jetzt, bevor es in die letzte Minute geht, nochmal hier Flöckchen Butter dazu. Das gibt den ganz besonderen Kick. Alter, das qualmt, ey. I like. So, jetzt pass auf. Hier haben wir jetzt das Fleisch. Dazu machen wir jetzt noch schnell. Also müsst ihr nicht machen, passt natürlich sensationell auf den Burger. Avocado. Einfach hier Haut ab, runterschneiden, so, und jetzt zeige ich euch mal alle Sachen, das ist auch fertig, kann man auch mal zeigen, guck mal, der Apfelsaft ist einfach da, um einfach so nochmal eine leichte Süße, leichte Fruchtigkeit und vor allen Dingen, um die Ananas auch so ein bisschen gar zu kochen, ist jetzt perfekt. Ich würde sagen, wir bauen den Burger. Also wenn es nach mir geht und ein bisschen von unserer Barbecue-Teriyaki-Soße in das Burgerbrötchen hinein, dann würde ich sagen, ja hier, guck mal hier, Ananasrelisch, oh, geil, jetzt ein bisschen Schärfe, Knoblauch, Chili, die roten Zwiebeln, der Glanz, sieht man das ja, ne? Ja. Oh. Jetzt ein bisschen cremige Avocado on top, das ist ja wie so ein Kochbuch, jetzt kommt hier oben drauf das Fleisch, geil gegrillter Schweinenacken aus der Pfanne, ich würde sogar on top noch so einen ganz Lütten von der Soße geben und jetzt hier squeeze it. Guck mal.
Appetit. Ich will gegessen werden. Das kannst du haben. Boah. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Rind ist geil. Muss man sagen, aber vor allem das hier. Ich meine, ihr wisst ja, ihr sagt es wieder, Helfer, hör auf über deine Werbung. Ich sage wirklich, ich verkaufe keinen Scheiß. Wir haben echt sehr lange daran gearbeitet, diese Teriyaki-Soßen jetzt neu zu machen mit veganen Trüffel, Knoblauch, bla bla. Das ist so ein geiles Zeug. Ja, du trinkst also jetzt. Man kann es nehmen. Oh, auf jedes Steak das. Aber es hat auch viel mit der Avocado, mit dem Redisch zu tun. Geiles Rezept, hier ist die Einkaufsliste. Und die Einkaufsliste für unseren Beef-Ananas-Burger für 2 Stück brauchte 2 Burger-Buns, 240 Gramm Schweinenacken, denkt dran, dünn geschnitten, eine Avocado, eine halbe Ananas, eine halbe rote Zwiebel, eine halbe Chilischote, eine halbe Knoblauchzehe, 4 Esslöffel Zucker, jeweils einen Schuss Weißwein, Essig und Apfelsaft und unser Hetzler-Schnellnummer Fleischgewürz und die neue Teriyaki-Barbecue-Soße. Noch mehr Informationen über die schnelle Nummer und alles rund um die schnelle Nummer findet ihr auf hensler-schnelle-nummer.de. Viel Spaß!